Moin moin liebe Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Runde von Titan Quest. Es dauert nicht mal lang. Es dauert nicht mal lang, bis wir den zweiten Akt beenden. Wir sind am Ort der Wahrheit. Und also ich glaube, es dauert nicht mal lang. Weil wir haben auf der Karte haben wir keinen neuen Punkt mehr, den wir bereisen können. Kann ich auch gleich mal zeigen. Wenn ich ein Portal mache. Hier, Tal der Könige ist der letzte Punkt, wo wir noch ankommen werden. Und sobald wir den Terki besiegt haben, dürften wir in den dritten Akt kommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo es dann hingeht. So, aber erstmal hier so ein paar Froschmenschen ausrotten. Da, immer mit Ruhe, ne? So. Hier ist noch einer. Zwei, drei. Wo geht's denn eigentlich lang? Wahrscheinlich nach oben. Ich gehe erstmal nach rechts rum weiter. Ach, wir haben noch ein Level up vom letzten Mal, ne? Es enttäuscht mich alles sehr. Wir können versuchen, hier noch ein bisschen rein zu pulvern. Hier kriegen wir ein bisschen Widerstand. Ah. Angriffsgeschwindigkeit. Das hier lasse ich mal vollkommen außen vor, weil das nur für den Einsatz von zwei Klingen ist. Ja, komm, wir machen hier ein bisschen. Schadet nicht. Aber hier ist, kommt jetzt zu einem Händler. Will ich da denn schon hin? Oder geht's da einmal im Kreis um dieses komische Loch rum? Sieht fast so aus. Okay, dann gehen wir doch erst nach links. Da werden noch ein paar Höhlen sein. Wir sind mittlerweile schon... Ach nee, warte mal. Die Höhle ist hier gar nicht. Wir sind mittlerweile ja schon erfahrene Höhlenerforscher. Okay. Kann ich mit leben. Das heißt, wir müssen rechts rum. Hier irgendwo lang. Ach, irgendwie vermisse ich die Gegner aus Griechenland. Dann so ein paar Wildschweine, Satyren. Irgendwie schon. Und ich weiß, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wohin wir in Akt 3 landen. Da setzt mein Gedächtnis leider schon aus. Tal der Könige. Ja, wir sind da. Ich höre den Terkin schon rufen. Hier ist erstmal ein Händler. Ja. Feuerwiderstand behalten wir, Geschicklichkeit kann weg, das kann auch weg. Komm ruhig wieder. Okay. Tal der Könige. Ja, ist ja gut. Warum tut ihr denn so weh? Ach komm, soll ich hier rein? Oder ist hier schon der Terkin? Ich weiß es nicht. Ich gehe erstmal weiter. Hier sind so viele Höhlen. Aber warum? Hier ist noch eine. Mit so einem komischen Kreuz drauf. Ja, genau. Ich sehe mich selbst gar nicht mehr. Hier ist wieder so ein komisches Heldenmonster-Viech. Die Brutmutter.
Nicht zu verwechseln mit der Brotmutter. Ach, noch einer. Okay. Wir erkunden erstmal so ein bisschen, bevor wir irgendwo reingehen. Und hier haben wir auch wieder so einen Tempel. Auch mit einem Kreuz drauf. Und hier? Ein Skarabäus. Aber zwei mit dem Skarabäus drauf und zwei mit dem Kreuz drauf. Und hier noch ein Skarabäus. Ist da drauf? Noch ein Kreuz. Noch ein Skarabäus. Nummer 7. Ja. Ja gut, Leute, wisst ihr was? Dann gehe ich aber mal rein, ne? Grab von Seth 1. Irgendwo wird hier bestimmt der Türkide sein. Aber wo? Ich hoffe nicht in diesem Tempel. Ich würde gerne noch ein Level abschaffen, bevor wir den besiegen müssen. Vielleicht gibt es aber auch in jedem Schrein irgendwie einen Boss, den ich töten muss, damit der Türkine kommt. Grab von Tuyu. Mich gleich seinen Geist besuchen. Vielleicht komme ich jetzt ja auch an einem anderen Tempel wieder raus. Das kann natürlich auch gut sein. Noch sind wir nicht draußen. Aber jetzt. Okay, hier sind wir reingegangen. Nehme noch schnell den Erfahrungsgedöns mit hier und gehe hier unten rein. Und vielleicht kommen wir dann da weiter unten wieder raus. Grab von Amenhotep, dem zweiten. Level up. Ich bin schon Level 26. Hier geht's ja gar nicht weiter. Was ist das denn? Hier geht's ja überhaupt nicht weiter. Gut, das war enttäuschend. Aber wir haben ja noch ein paar Tempel. Gehen wir hier unten rein. Vorerst gehen wir kurz. Zack, zack, zack. Mittlerweile haben wir auch schon 22 Attributspunkte. Grab von Thutmes. Reiner. Da geht es auch immer noch links weiter. Oh, ich hasse diese Geister hier. Oh, es geht auch nach rechts. Das ist auch eine Sackgasse. Wo kommt die jetzt her? Okay, dann gehe ich hier im
auch wieder raus. Gut. Der nächste ist... Da sind vier. Okay, dann mache ich die nächsten halt gegen den Uhrzeigersinn weiter. Das Grab von Amenhotep dem Ersten. Oh, Skelette, guck mal her hier. Welcher Mensch braucht denn so viele Vasen hier? Wozu? Frage ist, ob ich irgendwo daran erkennen kann, wo der Turkine ist. Ob der schon hier ist? Erkennt man das in irgendwelchen Zeichen, die ich übersehen habe? Oder an der Bauart des Tempels? Weiß es nicht. Aber hier geht's auch nicht weiter. Das war auf jeden Fall auch der falsche Schrein. Tempel. Gut, wieder raus. Bald habe ich aber auch jedes verfügbare Grab in Ägypten geschändelt und geplündert hier. Und den Schrein auch mit. Frostschrein. Ja, eigentlich wäre es so lange wieder Zeit aufzuhören. Aber sind wir auch doof, ne? Jetzt kurz vorm Ziel. Geht noch weiter nach unten. Jo. Beschwört er die... Das ist frech. Das ist richtig frech. Bräuchte ich gerne Feuerresistenzen hier. Ja, meine Monster, kämpft mal mit. Wozu bezahle ich euch denn? Okay, ich glaube, ich muss zurück zum Verkaufen. Nützt nichts. Das werde ich hier nicht mitkriegen. Na gut. Tja, was soll ich sagen? Das war's hier. Hey, da ist noch mehr Gold. Sammel es doch auf. So. Ich habe nur noch zwei, ne? Grab von Merenptah. Dann kommt mal her. Töte ich euch kurz, bevor ich looten darf. Vielleicht ist er auch überhaupt nicht in so einem Schrein drin, ne? Vielleicht spawnt er auch gleich draußen, wenn ich alles durch habe. Schweiß ist nicht mehr. Nee, ist auch nicht weiter. Dann ist das wohl so. Aber jetzt haben wir doch nur noch einen, oder?
Ich meine, wir haben nur noch einen übrig. Aber den machen wir auch noch. Dann versucht die Folge einigermaßen zu schneiden, dass ich nicht komplett in die Überlänge komme. Aber den Türkin würde ich gerne noch besiegen heute. Gut, das dürfte denn der letzte sein, ne? Grab von Ramses. Oh, Ramses klingt wichtig. Wahrscheinlich kennt man die anderen auch, aber habe ich im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst. Aber was für ein Zufall wäre das denn bitte, wenn hier jetzt der Türkine ist? Na, ausgerechnet der letzte Tempel, den wir uns ausgesucht haben. Oder wäre das gar kein Zufall gewesen? War es vom Spiel so vorgestimmt, dass egal in welchen Tempel ich zum Schluss gegangen wäre, dass da der Türkine ist? Man weiß es nicht. Aber was machen wir denn, wenn der Türkine auch nicht in diesem Tempel ist? Ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Aber wir haben noch ein bisschen vor uns hier. Was? Ein Zombie-Held? Hallo? Da, wann gibt's denn Zombie-Helden? Ja. Dann töte ich ihm erst alles hier. Das ist ein ganz schön großer Bereich hier. Okay, pass auf. Hier geht es bestimmt nur einmal so im Kreis. Hoffe ich. Ne, hier geht es gar nicht weiter. Auch gut. Gehen wir dann mal kurz nach unten. So, wo geht's hier lang? Nirgends. Sehr schön. Warum sind hier Boote oder Kanus? Was machen die hier? Ja, natürlich panisch, wenn ich gleich den Türkin begegne und ihn einfach nicht schaffe. Wenn ich elendig an ihm verrecke. Aber das werden wir sehen, ne? Ich glaube, so schwach bin ich eigentlich nicht. Ich glaube, das größte Problem, was ich habe, sind so meine Lebenspunkte und meine Verteidigung. Weil ich nehme ja schon eine Stunde auf. Und kürze das wahrscheinlich auf eine halbe Stunde. Hast du dann noch keine Geduld mehr hier? Oh. Leute, von heute. Speichern. Ist hier der Türkine hinter? Ja. Was für ein Zufall.
Okay. Dann komm halt, du Sau. Natürlich beschwört er wieder hier. Ich hau einfach drauf. Ich weiß nicht auf wen. Die verwandeln sich die ganze Zeit komisch. Kurz Lebenspunkte sammeln hier. Was war da denn gerade so heftig? Das waren diese komischen Sonnenstrahlen, ne? Alles andere geht ja hier. Ja, guck mal an, locker flockig. Hier, die Sachen hier. Die waren heftig. Glaube ich. Komm! Das ist keine Herausforderung hier. Mystische Kugel, komm, gib mir was Geiles. Muss ich gleich mal alles durchgucken hier. Siegelring des Hauptmanns. Oh. Das sieht doch schon mal besser aus. Okay, und nu? Nehmen Sie die seltsame Tafel und treffen Sie sich mit Imhotep in Theben. Okay. In Theben. Ja, vorne. Imhotep. Wo ist er denn? Muss er hier sein, ne? Vorne, bevor ich mit ihm spreche, ist ja aber Feierabend für heute, ne? Weil hier geht's dann zu Akt 3. Und ich möchte noch nicht verraten, wo es hier geht. Ja, bleibt gespannt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt gesund. Auf Wiedersehen. Ciao.